Covid-19-Krise, Hilfsprogramme, eine enorme Ausweitung der Geldschöpfung durch die Notenbanken. Da sollte man eigentlich einen starken Anstieg der Inflation erwarten. Ich vertrete aber genau das Gegenteil. Ich glaube, dass im Verborgenen stark deflationäre Kräfte wirken. Und zwar nicht erst seit jetzt, sondern schon seit vielen Jahren. Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Heute geht es wieder mal um die Frage aller Fragen. Und zwar, kommt Inflation oder kommt Deflation? Ich habe im letzten Video zu dem Thema schon erklärt, dass ich eher im Team Deflation bin. Ich bin auch darauf eingegangen, was ist kurzfristig zu erwarten. Es ging außerdem um Notenbankbilanzen, Geldmengen, Inflationserwartungen, Geldumlaufgeschwindigkeit. Es war teilweise eine Zustandsbeschreibung auch, aber die zentrale Aussage von mir, dass wir unter einem starken Deflationsdruck stehen, die habe ich nur am Rande begründet letztes Mal. Das hole ich heute nach. Und damit sind wir natürlich bei einem der ganz großen Themen für jeden Anleger. Und wenn Sie sich an diesen Fragen, an diesen großen Fragen auch immer wieder abarbeiten, dann ist der Zukunftsmärkte-Kanal nicht ganz falsch für Sie. Und ich freue mich natürlich auch über jeden, der sich hier anmeldet, der den Kanal abonniert, der sich eventuell auch an der Diskussion unten beteiligt. Und wenn Sie sich anmelden, dann bitte auch immer gleich auf die Glocke drücken, damit Sie Bescheid wissen, wenn ein neuer Beitrag von mir da ist. Und ein Hinweis noch vorab, also wenn ich jetzt immer davon spreche, dass die Inflation niedrig ist, dann geht es um Preise für Waren und Dienstleistungen, nicht um die Vermögenspreise, also Preise von Aktien, von Immobilien, von Geldanlagen. Die Grafik, die kennen Sie schon vom letzten Mal, die ist von Flossbach von Storch. Das ist ein Vermögensverwalter, der gerade auch zu dem Thema immer wieder interessante Beiträge veröffentlicht hat. Und die Preise für Vermögenswerte, die sind seit der Finanzkrise natürlich deutlich gestiegen. Das weiß auch jeder, das ist klar. Und dann noch ein zweiter Hinweis, bevor ich es vergesse. Also morgen, wie gesagt, da kommt unser neuer Zukunftsmärkte-Report raus. Das ist auch ein kostenloser Service von uns. Und da geht es diesmal um Aktien aus dem chinesischen Exportsektor. Ist vielleicht ein Thema, das sich jetzt nicht unmittelbar aufdrängt für jeden im momentanen Umfeld. Aber viele chinesische Exportaktien sind natürlich stark unter Druck gekommen. Und es ist auch so, dass die chinesischen Exporte im Juni überraschend sich wieder erholt haben. Und zwar nicht nur zum Vormonat, sondern auch zum Vorjahr. Also schauen Sie einfach mal rein in den Report. Die Reports sind gratis. Sie müssen sich nur einmal anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Und der Link ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Gut, aber jetzt Inflation und Deflation. Und mal abgesehen von der aktuellen Krise, was haben wir gehabt die letzten Jahre? Wir haben in vielen großen Volkswirtschaften Deficit Spending gehabt, also Wirtschaftswachstum auf Pump. Wir haben eine aggressive Notenbankenpolitik gehabt, wir haben niedrige Zinsen gehabt, teilweise negative Zinsen. Das ist eigentlich alles schon lange Normalität, wenn man so will. Und die logische Folge daraus wäre, dass wir eigentlich schon jetzt eine relativ hohe Inflation haben müssten. Und das haben nach der Finanzkrise ja auch die meisten Leute erwartet. Es ist aber nicht so. Das ist der Zins auf US-Staatsanleihen mit 10 Jahren Laufzeit. Der wird natürlich von der Notenbankenpolitik beeinflusst bis zu einem gewissen Grade, aber er hängt natürlich auch ab von den Wachstumserwartungen und von den Inflationserwartungen am Markt. Es geht hier los 1992 und wir sehen, in den letzten 30 Jahren sind die Marktzinsen stark zurückgegangen. Das war zwar unter Schwankungen, aber der Trend ist ganz eindeutig und das ist auch weltweit so.
Die Finanzkrise, die hat das Ganze nochmal beschleunigt, aber der Abwärtstrend war schon vorher da. So, dass die Finanzkrise sogar fast nur eine Episode war in dieser ganzen Entwicklung. Und auch der Ausbruch nach oben 2018 ist auch wieder in sich zusammengefallen, und zwar vor der Coronavirenkrise noch. Und in der ganz langfristigen Betrachtung, da ist es noch krasser. Die Grafik hier, die habe ich aus einem Quartalsbericht von Housington. Das ist ein US-Vermögensverwalter, der auf Staatsanleihen spezialisiert ist. Das ist die Entwicklung der Zinsen und der Inflation in den USA, jetzt mal stellvertretend wieder seit 1954. Die großen Inflationssorgen, das waren die 70er Jahre und die 80er Jahre, also Ölpreisschock und so weiter. Aber schon in den 50er und 60er Jahren sind die Zinsen und die Preise stetig gestiegen. Und Anfang der 80er Jahre ist es aber abgewürgt worden von den Notenbanken. Und seitdem, seit fast 40 Jahren, sind wir kontinuierlich in einer Phase, in der die Inflation abnimmt. Man hätte also auch mit Anleihen, wenn man die damals gekauft hätte, viel Geld verdient, nicht nur mit Aktien. Aber abgesehen davon, trotz Deficit Spending in der Reagan-Ära, trotz dem Ende vom Kalten Krieg, trotz Technologieboom, trotz Nullzinspolitik nach der Finanzkrise, die Inflation fällt, die Zinsen fallen und es gibt deflationäre Tendenzen. Und die haben die USA und die übrige westliche Welt offenbar fest im Griff, und die sind offenbar auch jetzt noch da. Was sind das für Kräfte? Also viel zitiert ist zum Beispiel die Digitalisierung, die sorgt für mehr Produktivität, die sorgt aber vor allem auch für mehr Preiswettbewerb. Ein Beispiel jetzt nur mal, also früher, wenn Sie irgendwas gebraucht haben, sagen wir eine Stehlampe, dann sind Sie in den Lampenladen gegangen oder ins Möbelhaus, und da sind fünf Lampen rumgestanden. Eine davon haben Sie möglicherweise oder wahrscheinlich gekauft. Ob das dann die schönste auf der Welt war und die günstigste, das ist unklar, aber bevor Sie nochmal in fünf Läden gehen, haben Sie die eben gekauft. Heute haben Sie eine viel größere Vergleichbarkeit über das Internet, und das heißt für alle Anbieter mehr Wettbewerb, vor allem natürlich mehr Preiswettbewerb, und dadurch entsteht Deflationsdruck. Dann natürlich die Globalisierung, also auch ein viel stärkerer internationaler Wettbewerbsdruck, Abwanderung auch von Arbeit in großem Stil aus reichen Ländern in ärmere Länder, dadurch Lohndruck, dadurch Preisdruck in der EU ganz besonders durch den gemeinsamen Arbeitsmarkt, den wir jetzt haben. Das sind alles Faktoren, die den Wettbewerb verstärken und Preise und Löhne drücken. Vielleicht ist es ja auch systemimmanent. Vielleicht erzeugt ja der Kapitalismus an sich auch permanent Deflationsdruck. Wird auch viel diskutiert. Karl Marx hat es auch schon gesagt, im Übrigen, dass der Kapitalismus mit seinem ruinösen Wettbewerb sich am Ende sein eigenes Grab schaufelt. Es gibt aber noch einen Grund für Deflationsdruck, dem kann man jetzt nicht dem Kapitalismus an sich anlasten. Das sind Überkapazitäten weltweit in vielen Branchen. Und meiner Meinung nach liegt das unter anderem daran, dass es keine richtigen Wirtschaftszyklen mehr gibt. Also normalerweise ist es so, im Boom werden Kapazitäten aufgebaut, in der Krise gehen wieder welche unter. Das ist bitter, das will man natürlich nicht haben, aber möglicherweise wäre das eben notwendig. Und die letzte normale Krise hier bei uns, die war von 2000 bis 2003, als die Technologieblase geplatzt ist. Da haben große Marktbereinigungen stattgefunden. Ich frage mich manchmal, ob ein System so wie unseres so eine Krise wie damals, so eine normale zyklische Krise, heute noch verkraften würde überhaupt. Aber die Krisen, die dann danach gekommen sind, die Finanzkrise und die Corona-Krise jetzt, die waren so schwer, dass massiv interveniert worden ist. Und das gleiche ja zum Beispiel auch in China 2008 und 2015. Massive Stimulation durch Geldpolitik und Staatsausgaben, damit man das Erreichte nicht wieder verliert. Aber das heißt natürlich auch immer, dass man mit viel Geld und mit hohen Kosten dauernd Marktbereinigungen verhindert, die eventuell aber nötig gewesen wären.
Und ein Indiz dafür ist, wie sich Aktien entwickelt haben aus zyklischen Sektoren, also Stahl, Rohstoffe, Autos, Chemie teilweise auch und so weiter. Die haben sich eben stark unterdurchschnittlich entwickelt, auch schon vor der Coronavirenkrise, obwohl die Börsen an sich ja stark gestiegen sind. Und das zeigt meiner Meinung nach ganz klar, dass man am Markt der globalen Konjunktur oder zumindest vielen konjunkturabhängigen Branchen nicht wirklich über den Weg getraut hat, schon lange, oder dass man eben befürchtet hat, die sind alle so strukturell angeschlagen, dass da nicht viel zu erwarten ist. Und noch ein Grund für Deflation, und zwar ein ganz wichtiger, das sind Schulden. Geldschöpfung entsteht vor allem durch Kredit. Und viele Leute gehen darum davon aus, dass die steigende Verschuldung, die wir haben, automatisch inflationär wirkt. Aber wie gesagt, wir haben das alles schon länger. Und ich vermute, dass sich die hohen Schulden, die Schulden der Länder, der Unternehmen, der Verbraucher, dass sich die inzwischen deflationär auswirken. Es ist ja jedem klar, dass das alles zwei Seiten hat mit den Schulden. Wenn ich einen Kredit aufnehme, dann kann ich erstmal mehr ausgeben als normalerweise, da brummt dann also alles wunderbar. Aber wenn ich es dann ausgegeben habe, dann habe ich eben die Schulden und die engen meinen Spielraum ein. Ich muss dann eigentlich mehr einnehmen als ausgeben. Ist eine Erkenntnis, gegen die sich viele im Übrigen sperren. Politiker unter anderem. Und mehr einnehmen als ausgeben, das ist natürlich deflationär eigentlich. Und dass die Verschuldung global steigt, das ist völlig unbestritten. Und jetzt in der Coronavirenkrise, da steigt sie wahrscheinlich auf neue Rekordhöhen, zumindest in den reichen Ländern. Das ist jetzt nur mal hier die Staatsverschuldung. Die Grafik ist aus einem Blog von Michael Roberts. Das ist ein Kapitalmarktveteran, ein ganz alter Hase mit sehr lesenswerten Beiträgen. Finden Sie so aber auch anderweitig diese Grafik. Am höchsten verschuldet im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, da waren die reichen Länder im Zweiten Weltkrieg, was natürlich ein absoluter Ausnahmezustand war. Aber durch die stark steigende Verschuldung in den letzten 30 Jahren wird das jetzt wahrscheinlich nochmal übertroffen. Und in den Schwellenländern übrigens, das ist unten die orangefarbene Linie, da haben wir zwar die gleiche Tendenz, aber die Verschuldung zum Bruttoinlandsprodukt ist da im Durchschnitt nur halb so hoch. Also so viel auch mal zu den ach so unsoliden Schwellenländern. Was aber fast noch schlimmer ist, die steigenden Schulden bewirken wirtschaftlich immer weniger. Auch die Grafik ist von Michael Roberts, die Productivity of Debt. Wie viel Dollar an zusätzlichem Wachstum bringt nur ein Dollar an zusätzlichen Schulden? Die Schulden sollten das Wachstum ja ankurbeln. Aber wir sehen, da sieht es zappenduster aus. Der Trend geht auch hier die letzten 30 Jahre ganz klar nach unten. Wir haben immer mehr Schulden, die aber das Wachstum immer weniger anschieben. Das zeigt erstens, wir haben wohl enorme strukturelle Probleme. Und zweitens, wenn es so weitergeht, dann stellt sich wirklich die Frage, wo in Zukunft noch Wachstum herkommen soll. Hier noch eine Grafik von Real Investment Advice, das reale Wachstum in den USA seit 1951. Und aber auch, wie wäre das ausgefallen ohne Neuaufnahme von Schulden? Ich kenne Real Investment Advice bis jetzt noch nicht oder kannte die nicht. Ich kann es auch nicht verifizieren, die Aussage dieser Grafik. Aber es sieht schauderhaft aus natürlich, aber auf der anderen Seite, nach allem, was wir wissen, es ist trotzdem nicht abwegig. Kann einem auch auf den Magen schlagen und wieder stellt sich die Frage, wo soll noch Wachstum herkommen in Zukunft, wenn wir irgendwann wieder mal eine Fiskalpolitik oder Geldpolitik verfolgen wollen, die zumindest halbwegs normal ist. Und das bringt mich wieder zurück an den Anfang. Und ich will mit all dem jetzt nicht sagen, dass wir nie einen Inflationsschub haben werden die nächsten Jahre. Kann immer mal kommen. Aber ich glaube eben doch auch, dass wir große strukturelle Probleme haben und dass unter der Oberfläche, verdeckt von dem ganzen Geldmengenwachstum und von der steigenden Verschuldung, die wir hatten, dass da stark deflationäre Kräfte am Werk sind. Und die dürfen wir auch meiner Meinung nach nicht unterschätzen. Aber nochmal,
Deflation heißt nicht zwingend, dass man jetzt keine Sachwerte kaufen soll als Anleger und dass man sein Geld nur unter das Kopfkissen legen soll. Es ist komplizierter. Wir haben, wie gesagt, Deflationstendenzen seit fast 40 Jahren. Wir haben aber trotzdem Kaufkraftverluste gehabt als Verbraucher und wir haben aber gleichzeitig trotzdem auch eine beeindruckende Wertsteigerung gehabt bei Immobilien, bei Aktien, bei Edelmetallen und so weiter. Das eine schließt also das andere nicht aus. Und umgekehrt, wenn die Inflation jetzt zurückkommen sollte, dann entsteht dadurch zumindest theoretisch Druck auf die Notenbanken, dass sie die Geldpolitik wieder straffen und die Zinsen anheben. Und das könnte wiederum in der Inflationsphase Aktien und Immobilien unter Druck bleiben. Und wenn Ihnen das nächste Mal so ein Sachwerte-Anlageberater-Typ erzählt, dass Sie jetzt Sachwerte kaufen müssen zum Inflationsschutz, dann fragen Sie ihn mal, warum zum Beispiel der Dow Jones Index in Zeiten steigender Inflation, also von Mitte der 60er Jahre bis Anfang der 80er Jahre, warum er dann nicht gestiegen ist und warum er danach in Zeiten fallender Inflation durch die Decke gegangen ist. Alles spannende Fragen, würde ich sagen. Und das war sicherlich auch nicht das letzte Video zu dem Thema. Lassen Sie uns dranbleiben an diesen Dingen, lassen Sie uns dranbleiben an den Märkten. Ich glaube, es lohnt sich. Und wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn Sie wollen. Bis dahin alles Gute und Dankeschön natürlich fürs Zuschauen.